und herzlich willkommen zurück zu einem neuen USA-Vlog von mir. Ich sitze gerade schon wieder im Auto. Basti checkt gerade aus unserem Hotel aus. Wir sind jetzt gerade in Mesquite, haben da ein richtig cooles, günstiges, tolles Hotel. Also war richtig günstig und es ist so ein Casino-Hotel. Da kann man Tennis spielen, man hat einen coolen Pool. Da waren wir gestern abends auch noch. Ja, und jetzt geht es für uns zum Valley of Fire. Da wird es bestimmt richtig heiß sein. Wir haben jetzt gerade 8 Uhr und um 8.30 Uhr macht dieser State Park auf. Das ist eben ein State Park, kein Nationalpark. Deswegen gilt auch unser Nationalparkpass nicht und wir müssen noch extra 10 Euro Eintritt zahlen. Wir fahren jetzt circa eine Stunde zum Valley. Ich sage immer den Namen falsch. Ich will immer Fire Valley sagen, dabei heißt es Valley of Fire. Genau, wir fahren jetzt circa noch eine Stunde zum Valley of Fire. Danach wollen wir heute noch zum Hoover Dam schauen. Den haben wir nämlich auch noch nicht gesehen und dann geht es wieder in die Zivilisation. Und zwar nach Las Vegas. Ich freue mich schon riesig. Heute wollen wir übrigens auch noch abends, nachdem wir rumgefahren sind, uns den Hoover Dam und das Valley of Fire angeschaut haben, noch in eine Outlet Mall in Las Vegas shoppen gehen. Und zwar ist das die Outlet Mall North in Las Vegas. Wir sind angekommen im Valley of Fire State Park. Wir sind ja auch gerade schon an der ersten Station. Hier soll es den Elephant Rock geben, wenn man diesen Weg dort lang wollen. Und es sieht auch total süß aus. Stell dich mal hin. Da machen wir noch ein Foto. Hier sollen sogar auch Schildkröten leben. Oh, das wäre echt mein Highlight, wenn wir hier eine Schildkröte sehen würden. Oh Gott, hier geht so krass der Wind. Ich habe auch schlauerweise ein Kleid an. Hier kann man auf jeden Fall auch wieder mit dem Auto verschiedene Viewpoints und Rocks abfahren, was ich wirklich immer richtig chillig finde. Und wir fahren jetzt hier durch. Wir waren auch gerade schon im Visitor Center. Diese roten Felsen sehen wirklich mega cool aus. Vor 500 Millionen Jahren war das hier komplett ein Meer, also irgendwie total unglaublich. Ich finde es einfach so krass, dass wir jetzt hier durchfahren. Fotos gemacht im Fire Valley und zwar mit der Straße im Hintergrund und wir beide sind auf einen Felsen geklettert. Wenn ihr das Ergebnis sehen wollt, schaut gerne auf Instagram vorbei. Es war mega heiß und es ging so der Wind. Oh, ich bin richtig froh, dass wir jetzt ein Foto im Kasten haben. Wow. Wieso fahren wir mit dem Ferrari hier im Nationalpark? Hier ist überall staubig und vor allem verstehe ich nicht, warum man Cabrio fährt hier. Schlechte Straßen. Schlechte Straßen, genau. Es ist so windig und so heiß. Ich kenne es ja von daheim. Ich habe ja selber ein kleines Cabrio. Und im Sommer, wenn es einfach 30 Grad hat, macht es auch keinen Spaß mehr, mit dem Cabrio zu fahren. Und dann habe ich auch noch Ledersitze. Ganz schlimm. Ich bin jetzt total vom Thema abgeschweift. Wegen dir. Das ist ein Ferrari. Sorry. Auf jeden Fall wollen wir jetzt zum Hoover Dam fahren. Und da bin ich auch schon richtig gespannt, weil ich glaube, das wird mega hoch sein. Und ich habe ja so eine kleine Höhenangst. Ich fand ja diesen Glam Canyon Dam schon ziemlich hoch. Mir ist richtig schlecht geworden. Und ja, auf jeden Fall wollen wir den Hoover Dam trotzdem anschauen, weil der einfach auf unserer Bucketlist noch auf unserem USA Roadtrip steht. Und danach freue ich mich schon riesig, denn es geht nach Las Vegas. Dann freue ich mich schon richtig auf das Shoppen heute. Du auch? Ja. Wir sind dann endlich wieder
wieder in der Zivilisation. Und ich sag's euch, wir waren jetzt bestimmt eine Woche oder länger. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage genau nach LA. 6 da und dann sind wir losgefahren, gell? 6. Ach man, 6 Tage. 7 LA. 7 LA? 8 San Diego. Wir waren einfach mal 9 Tage außerhalb der Städte. Wir waren nur in den Nationalparks. Es gab nicht wirklich, wie sagt man, so viel Essen. Es gab nicht wirklich so viel Auswahl an Essen oder an Shops. Und das klingt jetzt zwar blöd, aber irgendwie freue ich mich auch schon wieder, so in die Zivilisation zu kommen und auch in eine Großstadt zu kommen. Mir reicht es jetzt auch schon, 9 Tage lang hier im Westen der USA rumgefahren zu sein. Ich meine, wir haben super viel erlebt. Es war mega schön. Wir haben total schöne Nationalparks gesehen, sind da auch gewandert. Aber jetzt nach 9 Tagen, wisst ihr, was ich meine? Freue ich mich auch schon wieder, in eine größere Stadt zu kommen. Ich bin so froh und dankbar, diese Erfahrung machen zu dürfen mit Basti zusammen. Wir sind angekommen nach 1,5 Stunden Fahrt vom Valley of Fire und wir fahren jetzt gerade schon über den Hoover Dam drüber. Man sieht zwar noch nicht viel, aber hier ist auch eine Menge los. Mein Gott, ich bin schon richtig gespannt. Wir haben jetzt da ganz oben geparkt, weil da ist nämlich kostenlos. Woanders, hier unten zum Beispiel, kostet das überall 10 Dollar. Und wir sparen natürlich. Jetzt geht es hier schon auf diesen Hooverdamm drauf. Oh mein Gott, Leute, hier geht so der Wind, ihr glaubt es nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel Wind gespürt. Und ich habe richtig Schiss. Ich habe vorhin die Angst gehabt, dass es mich wegweht, ohne Scheiß jetzt. Hey, wie der Wind da unten durchgeht. Das muss ich jetzt scheffeln. Wahnsinn, kann man das in der Kamera erkennen? Wenn nicht, musst du richtig gute Aufnahmen machen, die ich einblenden kann. Oh meine Güte. Krass, sieht man das? Das ist ein Krabbel. Das ist ein Krabbel. Achtung. Scheiße, sein Dackeskrabbel ist schon runter. Ich hab so jetzt schon so mit Angst und so Angst mit dem Wind. Das ist ein Dackeskrabbel. Wenn wir wieder im Auto sind, mache ich 5 Kreuzzeichen. Ne? Hinter uns, der vorne schaut so geil aus, der ist schwarz mit Regenbogenfarben. Sie überholen uns bestimmt. Sie überholen uns bestimmt gleich. Wir sind in Las Vegas angekommen. Für uns geht es jetzt erst ins Outlet und danach ins Hotel. Wir sind jetzt in unserem Hotel angekommen und hier hat man einen kleinen Blick auf den Las Vegas Strip. Da werden wir jetzt auch gleich noch lang gehen. Ich bin mega kaputt heute schon. Ich schau aus. Wir werden aber jetzt trotzdem noch ganz kurz rausgehen eben und uns eventuell was zu essen kaufen und noch ein bisschen rumschauen. Wir sind hier im Bailey's Hotel, das ist in der Mitte vom Strip. Das war mir mega wichtig, dass wir einen Abend eben mal links gehen können und einen Abend mal rechts. Das sind nämlich auch so weite Strecken. Dann können wir eben alles genau anschauen. Und das ist unser Zimmer. Riesig. Und wir haben auch wieder 2 Betten. Wir werden wahrscheinlich in diesem Bett schlafen. Und ja,
Genau, und wir werden jetzt auf jeden Fall noch rausgehen, uns was zu essen holen. Ich will unbedingt noch eine Cinnamon Roll von Cinnabon. Da es jetzt nicht mehr ganz so spannend wird, beende ich den Vlog für heute. Wir sehen uns morgen dann wieder. Morgen werde ich euch wieder mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.